Yes. As we were trying to understand about the original sin more and more, now we are in 397. Wir haben jetzt schon etwas mehr über die Erbsünde verstanden und wir kommen jetzt zu Paragraph 397. Some of this may be a repetition, but maybe when we hear it repeatedly, we will grow more and deeper. Das sind zum Teil Wiederholungen, aber durch die Wiederholung lernen wir und begreifen wir es wieder tiefer. I have read this and learned this and spoken this numerous times, but still when every day when I do it again, I too understand a lot of new things for me. Ich habe dieses Thema schon sehr oft gelehrt und doch jedes Mal, wenn ich es wieder durchnehme, lerne ich mehr und tiefer. We heard in the last session that God and man, the man or God created man to live in dependence with God. Also im letzten Vortrag haben wir davon gesprochen, dass Gott den Menschen so erschaffen hat, dass abhängig von ihm ist. Yes. It is to be understood as a privilege and a good thing that God's providence always helps us. Das muss als Privileg verstanden werden, dass Gottes Vorsehung uns immer helfen wird. Now let's read 397. Man tempted by the devil, let his trust in his creator die in his heart, and abusing his freedom, disobeyed God's command. Paragraph 397. Vom Teufel versucht, ließ der Mensch in seinem Herzen das Vertrauen zu seinem Schöpfer sterben, missbrauchte seine Freiheit und gehorchte dem Gebot Gottes nicht. This is what man's first sin consists of. Darin besteht die erste Sünde des Menschen. So normally everybody think, oh, he has eaten an apple, he should not have eaten that. But that is not the first sin. Also normalerweise denken die Menschen, oh, der Adam hat einen Apfel gegessen, das war die Sünde, so ist es aber nicht. The inner meaning of that is to be understood. Sondern die innere Bedeutung dieser Handlung muss verstanden werden. And this is not often spoken about. Und darüber wird nicht oft gesprochen. Because it is not a good subject to speak. Weil es ein schwieriges Thema ist. We were telling in Europe, in fact a Christian country, but how many percentage are practicing Christian? How many? Percentage. Wie viele? Yeah. Percentage. Ja, zum Beispiel, Europa ist ja ein christlicher Kontinent. Und doch, wie viel Prozent sind praktizierende Christen? What is your Meinung? What is your opinion? How many percentage? 10. Okay. So 10% approximate is practicing. Also, was glaubt ihr? Wie viel Prozent? Ihr glaubt 10%? Also dann 10% praktizieren ihre Christen. So what about the 90%? Und was ist mit den anderen 90%? So probably they choose to live without God. Oh, okay, we have everything. We don't want the help of God. Wahrscheinlich haben sie sich entschlossen, ohne Gott zu leben. Oh, wir brauchen die Hilfe von Gott nicht. Yes. So that is actually the first sin. Das ist also die erste Sünde. That man, now we read it again, man tempted by the devil, let his trust in his creator die in his heart. Das ist die erste Sünde, wie es hier steht in Paragraph 397. Vom Teufel versucht, ließ der Mensch in seinem Herzen das Vertrauen zu seinem Schöpfer sterben,
missbrauchte seine Freiheit und gehorchte dem Gebot Gottes nicht. Yes. It is possible to live fully in the trust in God. Es ist möglich, um ganz in Vertrauen auf Gott zu leben. Yes. Think about it in our life. How is our trust in God? Denk darüber nach in unserem eigenen Leben. Wie weit vertrauen wir Gott? Yes. So we will encounter many temptations. Wir werden viele Versuchungen begegnen. Against the trust in God. Gegen das Vertrauen in Gott. Now, I have spoken many times. I am now nearly 25 years living, trusting in God. I have no other way of life, only trust in God. Ich lebe jetzt schon seit 25 Jahren im Vertrauen auf Gott. Ich habe keinen anderen Art zu leben als das. Every day. It is when I look back, I feel wonder how I lived 25 years. Und wenn ich zurückschaue, dann wundere ich mich, wie habe ich 25 Jahre so gelebt? I had a very good paying job. I have abandoned that job for the sake of God. Ich hatte einen gut bezahlten Job, Beruf, und den habe ich aufgegeben wegen Gott. Because God called me. He said, come, follow me. I want you. I said, yes, I come. Weil Gott mich gerufen hat. Er hat gesagt, komm, folge mir. Und ich habe gesagt, ja, ich komme. It was not easy, but it took a lot of prayer and discernment. Es war gar nicht leicht. Es hat viel Gebet und Unterscheidungsvermögen. But when I look back, gebraucht. Now it is something only through the power of Holy Spirit I could do it. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann konnte ich es nur mit der Kraft des Heiligen Geistes tun. And those days, this Holy Spirit as a helper was a very strong prayer and theme for me. Holy Spirit, you are my help, help, help. Und der Heilige Geist als mein Helfer war ein ganz wichtiges Thema für mich. Yes. Okay, so in the challenging situation of today's world is this, to trust in God. In dieser herausfordernden Situation der Welt ist es wichtig, auf Gott zu vertrauen. Yes. But since from my practical life I realize Holy Spirit should help us. Holy Spirit should help us. Und aus dem praktischen Leben weiß ich, dass der Heilige Geist uns helfen kann. Okay. So, the original sin consists of, what exactly is the core aspect of the original sin? Was ist also der Kern der Erbsünde, der ersten Sünde der Menschen? We read it once again. Man tempted by the devil, let his trust in his creator die in his heart, and abusing his freedom, disobeyed God's commands. Vom Teufel versucht, ließ der Mensch in seinem Herzen das Vertrauen zu seinem Schöpfer sterben, missbrauchte seine Freiheit und gehorchte dem Gebot Gottes nicht. Looking at the picture of merciful Jesus down here, if you look at that, what is written down is, trust in me. Wenn ihr auf das Bild hier schaut, des barmherzigen Jesus, dann steht darunter, vertraue auf mich. I remember some words of St. Faustina's diary. In one sentence, the Lord spoke to her that, I will provide you everything, but in turn, what I want from you is only one thing,
rest in me. Ich erinnere mich jetzt an das Tagebuch von der heiligen Faustina. Da steht, dass Gott gesagt hat, ich will nur ein Ding von dir, und das ist dein Vertrauen. I will provide you everything. Ich werde dir alles geben, dich mit allem versorgen. But I need one thing from you. Nur eins brauche ich von dir, das ist dein Vertrauen. Trust in me. Dein Vertrauen in mich. Again, I remember similar thing from Saint Therese of Lisieux said, I am not worried about your sin, because I have come to take away your sin. But when you don't trust in me, my heart breaks. My heart is in pain. Auch bei der heiligen Therese von Lisieux steht, Jesus said, dass Jesus gesagt hat, I am not worried about your sin, because I have come to take away your sin. Ich mache mir keine Sorgen um deine Sünden, denn ich bin gekommen, um sie wegzunehmen. But when you don't trust me, my heart breaks. Aber wenn du mir nicht vertraust, painful, dann bricht mein Herz. Yes. So, the original sin was that man broke the trust in God. Also die Erbsünde, die Ursünde war, dass der Mensch das Vertrauen in Gott gebrochen hat. Yes. Das Vertrauen zu Gott gebrochen hat. And we continue now in 398. In that sin, man preferred himself to God, and by that very act scorned him. Jetzt gehen wir zu Paragraph 398. In dieser Sünde zog der Mensch sich selbst Gott vor und missachtete damit Gott. Yes. Er entschied sich für sich selbst gegen Gott, gegen die Erfordernisse seines eigenen Geschöpfseins und damit gegen sein eigenes Wohl. He chose himself over and against God, against the requirements of his creaturely status, and therefore against his own good. Constituted in a state of holiness, man was destined to be fully divinized by God in glory. Seduced by the devil, he wanted to be like God, but without God, before God, and not in accordance with God. Very interesting. In dem Stand der Heiligkeit gestellt, war der Mensch dazu bestimmt, von Gott in der Herrlichkeit völlig vergöttlicht zu werden. Vom Teufel versucht, wollte er wie Gott sein, aber ohne Gott und nicht vor Gott und nicht gottgemäß. Yes. So, seduced by the devil, the last sentence, seduced by the devil, he wanted to be like God, but without God, before God, and not in accordance with God. Vom Teufel versucht, wollte er wie Gott sein, aber ohne Gott und nicht vor Gott und nicht gottgemäß. Yes. So this is the aspect of the original sin, even now, in some way, spreaded in the world. Das ist auch wie die Erbsünde jetzt in der Welt sich ausgebreitet hat. But Jesus has come to redeem this, and he has done it. But we are still not yet experiencing, and we are not yet growing in the holiness, what Jesus is giving. Und Jesus ist gekommen, um uns davon zu erlösen, aber wir erleben es noch nicht, wir erfahren es noch nicht. Jesus say, I am your shepherd, I am your good shepherd, come, I will lead you the way. Jesus sagt, ich bin dein Hirte, ich bin dein guter Hirte, ich werde dich führen. Yes.
we heard 2 days back that even those who are in the tomb can listen to the voice of Jesus and can come out from the tomb. Such powerful, life-giving is the new Jesus or the Jesus' voice in the New Testament. Wir haben auch schon gehört, dass sogar die Toten in den Gräbern die Stimme von Jesus hören können. So mächtig ist sie. That has power. Sie hat so viel Kraft und Macht. So we have to, I think a new idea coming to me is, I think we need to learn more and more Bible, particularly the New Testament, then this word of Jesus will strongly embed in our heart. Wir müssen mehr und mehr die Bibel studieren, vor allem das Neue Testament, und dann werden die Worte Gottes in unser Herz eingeprägt sein. And the word become the light of our path. Und das Wort wird das Licht auf unserem Weg. Like the Psalm says. So wie der Psalm das sagt. Psalm. Okay. 399 says, Scripture portrays the tragic consequences of the first disobedience. Paragraph 399. Die Schrift zeigt die verhängnisvollen Folgen dieses ersten Ungehorsams. Adam and Eve immediately lose the grace of original holiness. Adam und Eva verlieren sogleich die Gnade der ursprünglichen Heiligkeit. Yes. Romans 3:23 says, let's read Romans 3:23. Römer 3, 23. Romans. Ah, this is my favorite word, that the commandment came to give sense of sin, isn't it? Romans 3:23. Yes, you can read. Ja, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Yeah, that's the point. All have sinned and are deprived of the glory of God. So through the original sin, what happened was we lost the original holiness. Durch die Erbsünde haben wir die ursprüngliche Heiligkeit verloren. All have sinned. Once again, shall we all repeat that word loudly? All alle have sinned. Haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Yes. So how all have sinned? Because of the original sin. Alle haben gesündigt wegen der Erbsünde. So what happened in the original sin? The Adam and Eve, because of the original sin, lost the glory. Glory. Also Adam und Eva haben wegen der Erbsünde auch die Herrlichkeit verloren. Yes. Suddenly I was thinking about my talk yesterday night I gave. I was speaking about Jesus Christ the King. That is the feast of these days. Christ the King, a King of glory. Also ich habe gerade an den Vortrag gedacht, den ich aufgenommen habe, über Christus, den König, und den König der Herrlichkeit. Yes. This Sunday. So, what is that Jesus is bringing to us back? The glory which we lost in the original sin is regained and he is giving us back. Also, was Jesus tut, ist, er bringt uns diese Herrlichkeit wieder, die in der Erbsünde verloren gegangen war. This theme we have to
study more in detail, we often think about forgiveness of sin, but we never think about what is the glory. Wir denken oft über die Vergebung der Sünde nach, aber wir studieren nicht so viel, was die Herrlichkeit ist. Yes. Das muss noch nachgeholt werden. We will have to do it in this next days. Das werden wir noch machen. That is something we have not yet done earlier sessions. What Darüber is the glory? Was ist die Herrlichkeit? Yes. Okay. So. Adam and Eve immediately lose the grace of original holiness. They became afraid of God, of whom they have conceived a distorted image, that of a God jealous of his prerogatives. Which paragraph? Yes, same paragraph, 399. Okay. They became afraid of the God of whom they have conceived a distorted image. Die Schrift, das ist jetzt Paragraph 399, die Schrift zeigt die verhängnisvollen Folgen dieses ersten Ungehorsams. Adam und Eva verlieren sogleich die Gnade der ursprünglichen Heiligkeit. Sie fürchten sich vor Gott, von dem sie sich das Zerrbild eines Gottes gemacht haben, der auf seine Vorrechte eifersüchtig bedacht ist. This is referring to Genesis 3, chapter 5, 10. Das geht zurück auf, ja, wenn ich das hier würde. Genesis chapter 3, words. Genesis, drittes Kapitel. 5 to 10 says. 5 bis 10, Vers 5 bis 10. Genesis 3, 5 bis 10. Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Yes, so this is explanation of what is said here, that they formed a distorted image about God because of the original sin. Also durch die Erbsünde haben Adam und Eva ein verzerrtes Bild von Gott sich geformt. And they become afraid of God. Und sie fürchteten sich vor Gott. They were so much in friendship with God, but they lost that friendship. Vorher waren sie in solcher Freundschaft mit Gott, und diese Freundschaft haben sie verloren. And they went and hided behind a tree. Und sie haben sich hinter dem Baum versteckt. All these things we can see in a way today, that people are, they don't want to come in the presence of God. They are going and hiding somewhere. Das sehen wir auch heute, dass Menschen nicht in die Gegenwart Gottes kommen wollen und sich verstecken.
And some are afraid of God. Und einige haben Angst vor Gott. Now think about if these things are in us or not now. If these things are in us, that is still the influence of the original sin is dominating in us. Wenn, denkt darüber nach, ob das auch in euch ist, denn das ist noch der Einfluss der Erbsünde in uns. Yes. God is like a friend. Anything you can tell him, he is a loving friend. Gott ist wie ein Freund. Ja, wir können ihm alles erzählen und er ist unser Freund. You don't have to be afraid of God. Wir brauchen keine Angst zu haben vor Gott. So that is how in New Testament that God comes in to dwell with man in the form of man Jesus. Daher kommt Gott im Neuen Testament in der Gestalt und in der Form eines Menschen zu uns als Jesus. Yes. In spite of man went away from God, God came in search of man. Obwohl der Mensch sich von Gott entfernt hat, kommt Gott jetzt und sucht den Menschen auf. Yes. Shall we sing a song of Holy Spirit to get a little help from Holy Spirit to understand these matters? Wieder ein Lied singen zum Heiligen Geist, um mehr Verständnis zu erhalten. These are important points. Our human intelligence cannot understand without the help of the Holy Spirit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und unsere menschliche Intelligenz kann es nicht erfassen ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. We can stand up and sing.